So, da sind wir also zu Let's Play SimCity. Hallo und herzlich willkommen, ich bin's, der Somo. Ja, ich habe mir überlegt, ich möchte doch gerne, sehr gerne sogar ein Let's Play von SimCity machen. Nachdem sich viele Leute mein SimCity Review angeschaut haben und ich da auch ein bisschen ein Gefühl für bekommen habe, dass das wirklich Leute interessiert, dass sich Leute sogar alle drei Teile anscheinend angeschaut haben. Dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal flott, weil ich gerade noch eine Viertelstunde Zeit habe, den ersten Part. Und wir fangen an, allerdings auf einer neuen Welt. Spiel erstellen. Ja, habe ich ja schon erklärt in meiner Review. Die ganzen Gebiete. Ich weiß nicht, ob ich wieder dieses aussuchen soll, weil das spiele ich privat auch. Eigentlich möchte ich lieber meine andere Map spielen. Ach, ist das so schwer. Ich glaube, ich möchte diese spielen. Ja, ich klicke jetzt einfach mal auf hier. Region benennen. Wie wollen wir es denn nennen? Zocker. Land. So. Ups. Land. So. Privatregion. Vielleicht lade ich mal irgendjemanden ein. Baukasten bleibt aus. Dann klicke ich hier auf weiter. Mit welcher Stadt wollen wir beginnen? Stadt. In welchem Gebiet? Das schaut auch ganz nett aus. Wir haben Kohle, von allem etwas, von Wasser. Wind. Wind ist hier ein bisschen wenig. Egal, wir beanspruchen das einfach mal. Wir wollen dann ja auch loskommen, spielen. Ja, also, es geht los. Ich freue mich. Juhu. Es gab ja auch schon Beschwerden, vor allem bei Minecraft, dass ich zu leise rede. Deshalb habe ich jetzt mal meine Art des Aufnehmens ein wenig geändert. Hab dann gefragt, ja, wie war's? War's denn lauter? Ja, war super. Mach in Zukunft immer so. Und dann dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach wieder genauso. Hier sind wir also. Ziehen Sie eine Straße zur Autobahn. Jo, ich habe da schon eine Vorstellung, wie ich das machen möchte. Ich denke, ich fange gleich mal mit so einer großen Straße als Hauptstraße quasi an. Und ziehe hier jetzt erstmal so geradeaus und dann hätte ich hier gern eine Kurve. Kurz gucken. Ja, die ist schön. Die Straße hatten wir gleich genommen. Und dann eine gerade. Ja, kann man so lassen, würde ich mal sagen. Gut, dann mache ich wieder mit diesen Straßen hier weiter. Ich beginne gleich mal hier vorne. Erstmal schön gerade ein paar Stückchen bauen. Und natürlich auch in die andere Richtung. Klapp. Klapp. Ja, in Zukunft wird es, hoffe ich, ein wenig schneller gehen. Oh, ich stehe hier noch auf Kurven bauen. Ich bin mir sicher, ich kriege das irgendwann deutlich schneller hin. So. Und bevor wir jetzt weitermachen, boah, welcher Key war denn das für Luft? Naja. Ich klicke einfach. Ja, Windkarte. Von wo kommt der Wind? Okay. Das ist jetzt natürlich suboptimal, sage ich mal. Industriegebiet kommt dann hier hin, hier hin, hier hin, hier hin. Hier hin, hier hin. Dann baue ich hier einfach mal direkt Wohngebiet daneben. Gut, das ist jetzt halt für den Anfang nicht so pralle, sage ich mal. Aber was soll man tun? Dann stelle ich hier meine Zeit auf volle Kraft voraus. Dann sehen wir schon. Oh, geil. Die ersten kommen schon. Wieso ich mich für die Kurve entschieden habe? Ich habe mal bei ein paar anderen geschaut und die haben kurvig gebaut und dann dachte ich mir, eigentlich ist das ja sinnvoll. Also, ja, habe jetzt einfach mal gedacht, ich baue mal eine Kurve. Land. Man kann ja auch hier dann noch gerade ausbauen. Das zeigt sich dann schon im Laufe des Let's Plays. Ach, ich freue mich. Oh, mein Gott. Ich bin echt gerade ein bisschen hippelig. Ich weiß gar nicht wieso. Wasserturm brauchen wir.
werde ich den immer am besten hinbauen. So, dass er nicht im Weg ist. Ich baue den einfach jetzt mal hier. Oh Gott, ich habe kein Geld. Nein! Mist. Ich nehme erstmal einen Kleinkredit auf. Wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte versuchen, komplett ohne zu spielen, aber... Was soll man tun? Und hier ist meine Industrie. Dann stelle ich das jetzt einfach mal direkt hier auf. Und mein Wasserturm natürlich auch hierher. Da kann der gut fördern. Damit haben die Häuser schon mal Wasser. Strom ist nur noch eine Frage der Zeit. Da geht's schon los. So, wie sieht's jetzt aus? Strom haben wir Überschuss, Wasser haben wir Überschuss. Ein Abwasserendrohr brauchen wir natürlich auch noch ziemlich bald. Wobei ich da nicht weiß, ob ich das gleich hinbauen soll. Ich würde es gerne hier ans Wasser bauen. Oh, was haben wir zu wenig? Achso, Abwasserrohr. Natürlich haben wir zu wenig Abwasser. Gut, dann. Es geht schon mal nicht. Ziehe ich hier einfach mal Straße bis ins Unendliche und noch viel weiter. Dann bleibt hier auch Platz für den Windpark. Da kann man Industrie dann ansiedeln noch und dann baue ich hier erstmal schön ein Abwasserendrohr hin. Gut, es kann losgehen. Noch ein bisschen Straßen ziehen. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Es wäre schön, wenn die mir hier die Striche weiterführen würden, damit ich auch... So, meine ich genau. So. Zack. Zack. Und ich werde jetzt mal schauen, dass ich hier ein wenig Rauschunterdrückung mache. Ich auch konstruktive Kritik bekommen. Und da ist mir das erste Missgeschick gelungen. Die Straße ist natürlich schön schief geworden. Naja, egal. Dann haben wir hier noch mehr Wohngebiet. Das ist ja immer gefragt. Hier und da. Dann hätten die Leute sicherlich auch gerne wieder Gewerbegebiet. Ja, sehr hohe Nachfrage. Ich fürchte, wir brauchen aber erst noch ein wenig Wohngebiet. Plopp. Schon wieder kein Geld mehr. Ja, unsere Stadt wächst schon. Freut mich sehr. Und noch was, ich nehme einfach konstant auf und werde keine Cuts machen, vorerst zumindest. Also viel kann ich jetzt eh nicht aufnehmen. Aber ich wollte es nur mal sagen. Boah, das mit dem Industriegebiet ist jetzt echt blöd. Normal müssen wir das... Meine Maus springt schon wieder, weil ich kein Mauspad verwende. Normal müssen wir es hier ansiedeln. Jetzt. Weil wir können ja nur begrenzt Platz. Bleed. Nein. Wir machen auf jeden Fall schon mal kräftig Geld. Zwei krumme Straßen. Yippie. Und schon wieder zu wenig Geld. Das wird auf jeden Fall hier Industriegebiet. Und dann baue ich einfach
nein. Oh. Ärgerlich. So. Wer ist kurz davor? Einfach noch Wohngebiet. Das können wir hier schon mal ausweisen. Zack. Und hier kommt Industrie hin. Und dann läuft das hier auch schon. Sehr, sehr schön. Gut, was machen die Finanzen? Nur 26 Watt. Okay. Dann kommt hier mal... Ist das schon wieder... Ist das schief? Nee. Oh, schon wieder kein Geld mehr. Komm schon. Immer noch zu wenig. Naja. Oh, und das Spiel ist schon wieder so laut. Aber die Musik ist durchaus schön. Komm schon. Brauchen wir Money. Und da gibt's für Money. Yay!